eigentlich ist es klassische Commedia dell'arte, muss man sagen. Es gibt das alte, bisschen böse Paar, es gibt zwei Liebespaare, es gibt eine weitere sehr komische Figur. Es ist eine Verwechslungsgeschichte. Es braucht einen Moment, bis das Glück den Weg findet. Also die Julia ist schwerst verliebt in Roderich, seitdem sie Kind war und wartet schon seit 7 Jahren, dass er wiederkommt. Und eines Tages taucht ein Fremder aus und sie denkt, das ist der Roderich. Und wir verlieben uns schlagartig. Also ich bin der erste Fremde, es kommt dann auch ein zweiter Fremder. Und ich bin, was erst hinten nach rauskommt, der August Kubrot, der eigentlich vom Onkel Josse auch erwartet wird als zukünftiger Gemahl der Julia, um das Geld in der Familie zu behalten. Ja, mein Mann verfolgt diesen Plan. Ja, und ich eröffne in dir, während wir uns auf offener Bühne in wunderschöne Pyjamas umziehen. Das Hannchen ist eine sehr freche junge Frau und auch die beste Freundin von Julia de Wert und treibt ein bisschen auch ihr Unwesen im Sinne davon, dass sie dem Vormund, dem Onkel Josse, auch mal gehörig die Leviten liest und auch der Ersatzmama Tante Wimpel. Ich komme gegen Ende des Stückes in Stück von der Vetter aus Dingster. Alle haben auf mich gewartet, auf den Fremden, aber es hat sich ein anderer für mich ausgegeben. Treffe die liebe Martina, das Hannchen, bin sehr verliebt in sie, will sie sofort heiraten. Und ich habe es ein bisschen mehr in die Richtung Revue auch geschoben. Ach Gott, wie fang ich's bloß an, um mit Herzen ihr hinein zu glauben. Immer auch noch Oper drin, also deswegen Operette. Sehr ausgefeilt und spritzig, einfach instrumentierte Musik. Und dass zwei solche ausgebildete Belkantisten wie wir zwei, also wir sind der vokale Höhepunkt.